Sieht gut aus. Ob das gut geht, natürlich geht das gut. Ich verstehe die Diskussion gar nicht. Okay. Irgendwie ein Target Screen. Ist gut. Nicht wirklich. Ich muss unbedingt mal irgendwie so ein Dingsmodul installieren. Okay, 8 Meter noch bis zum Docking. Leichte Korrekturen mal vornehmen. Zack. Sieht aber gut aus. Wir kommen schön langsam rein. Okay. Okay. 6 Meter. 5,5. Ich bin so neugierig, würde am liebsten zu diesem Fenster rausgucken. 5 Meter. Kleine seitliche Korrektur nochmal. Sauber ausrichten auf den Docking Port. 4 Meter. Okay, wir nehmen jetzt Geschwindigkeit raus, ein bisschen mehr Zeit zu haben zu reagieren, das sauber zu kontrollieren. Aber wir kommen schön sauber rein. Das sieht gut aus. 3 Meter. Ja, hervorragend. Kann man gar nichts sagen. Bisschen grobmotorisch die Steuerdüsen, muss ich sagen. Es wäre schön, wenn das ein bisschen feiner ginge, aber ist halt jetzt nicht so. 2,5 Meter. So. Und da haben wir ihn. Sehr schön. Und Snap. So, wir sind dran. IVA-Docking durchgeführt, ohne irgendwas kaputt zu machen, nachdem der erste Anflug ja nicht ganz so schön war. So, aber das ist doch mal eine andere Perspektive. Ich muss mir unbedingt mal wieder so eine Docking-Port-Kamera besorgen, wo man das auf dem Screen noch anzeigen kann. Das ist nämlich doppelt so witzig. So, und damit ist, glaube ich, unser Supply Run auch erledigt. Genau. Getrockneter, gefrorener Bacon sabbert. Ja, sehr schön. Das war, glaube ich, unser Bewohner hier auf der Raumstation, der sich da so geäußert hat. Und jetzt können wir mal direkt gucken, dass wir... Ein Wissenschaftler kann sich mal mit den Forschungsdaten auf den Weg machen. Die muss er nämlich mitnehmen. Ach nee, die hätten wir, glaube ich, auch einfach so nehmen können. Na gut, ist egal. So, aber dann kann er was Hübsches tun. So, können wir auch mal außen an der Raumstation lang. Und er kann noch einen EVA-Report mitnehmen. Gut, dann suchen wir uns mit ihm mal hier das Labor. Und hier seht ihr mal die Mondraumstation jetzt oder die Moonraumstation in ihrer ganzen Pracht. Das ist unsere angedockte Rückkehrrakete, mit der wir potenziell bis zu 5 Leute evakuieren können. Gut ist natürlich, dass wir 6 Leute auf der Station haben, aber es ist auch nur für Notfälle. Einer muss halt zurückbleiben und den Notfall bearbeiten. Dann haben wir hier unser Biologielabor, in dem können wir Lebensmittel anbauen und ich glaube, da oben ist ein Düngertank. Hier ist eine Wohneinheit dran, ein paar lustige Forschungsmodule, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir hier einen Nahrungsmittelrecycler, Nahrungsmittel und hier natürlich das gute alte Labor. Und da hinten sieht man Körben gerade aufgehen. Und hier sind noch Reste, Treibstoffreste vor allen Dingen. So, und ja, ich habe noch nicht, ich habe halt noch keine anderen Solarpaneele, deshalb brauche ich einfach viele. Das ist halt der Plan an der Sache. So, hinein mit dir. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Rest einfach so transferiert bekommen. Transfer Crew. Der Karl. Der Karl, was ist denn der Karl? Der Karl ist ein Engineer. Der Karl kann sich erstmal hinlegen und ausruhen. So, dann haben wir hier hinten noch ein paar Leute drin. Der Dustin ist ein Biologist, also ein Biologe. Der wird natürlich in das Biolabor gesteckt. So. Wen haben wir hier noch? Den Ka oder den Kami-Kirmen? Ja, ne? Den Kami-Kirmen. Kami ist ein
Wissenschaftler. Dementsprechend darf Kami dann mit ins Wissenschaftslabor rein. So. Und Devil to Get sehr gerne. Dafür ist es ja da. Und wenn du Fragen hast, frag sie einfach. Da sind nämlich ungefähr 1 Million Klugscheißer hier in dem Chat, die alle deine Fragen beantworten können. So, und ich glaube, Igrushka lassen wir einfach mal hier drin sitzen. Dann haben wir schon mal einen Piloten im Raumschiff. Das schadet nicht, falls irgendwas schief geht, einen Piloten drin sitzen zu haben. Und Eborg, sei ruhig mal ein bisschen dankbar, die haben dir schließlich Bacon mitgebracht. So, jetzt können wir hier mal die Forschungsdaten reinschmeißen. Zack. Und die Forschung beginnen. Das sieht gar nicht schlecht aus, dass wir sogar genug Strom haben. Aber gut, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, um das durchziehen zu können. Wir haben sogar Curbnet Access. Ist das nicht gut? Das ist sogar ganz hervorragend. So, und damit haben wir unsere Crew an der Raumstation abgeliefert und können uns dort austoben. Ich glaube, wir werden jetzt aber mal zurück nach Körben gehen und gucken, was die Auftragslage so hergibt. Und vor allen Dingen auch mal gucken, dass wir anfangen, uns eine Mondbasis zu bauen. Eine, die ein bisschen länger durchhält. Und da haben wir ja ein paar wichtige Sachen gelernt. Zum Beispiel schon mal wichtige Sache ist, Solarstrom hat man 6 Tage und dann hat man 6 Tage keinen Solarstrom oder irgendwie ein paar Tage auf jeden Fall. Wir können mittlerweile Essen aus Dünger und, wie heißt das andere Zeug, Mulch herstellen. Auch eine gute Erkenntnis. Na? Nee, es ist noch da. Es ist einfach nur sehr dunkel. Wow, ist das dunkel. Da ist schon wieder irgendein Grafikbug. Ich habe gerade gedacht, es ist abgestürzt. Nein, es ist da. Es ist einfach nur super finster dunkel. Also, wir können mittlerweile Essen herstellen. Und wir haben wahrscheinlich auch die Möglichkeit, jetzt Ressourcen abzubauen. In Form von Gypsum vor allen Dingen wollten wir abbauen. Damit wir daraus Dünger vor Ort produzieren können. Das heißt, das wären jetzt so die Schritte eigentlich, die ich gern für die neue Mondbasis durchgehen möchte. Als erstes müssen wir uns einen Kopf machen, um eine gute, möglichst unabhängige Stromversorgung, wahrscheinlich irgendein Reaktor oder sowas. Da muss ich mal gucken, ob ich schon irgendwas in die Richtung habe. Oder halt einen riesigen Batterievorrat, um die ganze Basis zu betreiben. Das wird dann der Anfang. Dann eine Möglichkeit, Ressourcen abzubauen und zu verarbeiten. Und dann halt der klassische Kram, Unterkunft und so weiter. Jetzt gucken wir mal als allererstes in unseren Forschungsscreen rein, ob wir irgendwelche neuen Sachen uns noch kaufen können. Ich wüsste ja zu gern, was passiert, wenn ich den kaufe, ob da irgendwas Spannendes noch kommt. High Power Electrics klingt natürlich vielversprechend. Das sind auf jeden Fall mal riesige Batterien. Microwave Beam Generator, was es nicht alles gibt. Das sind aber nur Batterien. Ich hatte jetzt gehofft, dass da irgendwie vielleicht so eine Art Reaktor mit dabei ist, aber. Thermal Power into Electric Power. Okay, das ist irgendwie über diesen Beam dann wahrscheinlich. Das ist es noch nicht. Hier sind noch ein paar Experimente. Genau, also Devil, was du schreibst, wäre auch so mein Plan. Also nach und nach jetzt die Basis aufzubauen und wenn die Basis steht, die Crew mit hochzubringen. Das ist, haben wir schon. Heavy Command Modules ist auch gerade nicht so wirklich wichtig. Ach, guck mal hier. Was ist das denn alles? Akita Command Sitz. Been there, done that. Nearby Anomalies. Your Altitudes. Ah, okay. Räder ist natürlich. Was ist eine Akita? Packrat Seat. Packrat Rover. Das sieht sehr Rover-mäßig aus. Das könnte natürlich auch spannend sein. Heavy Landing. Ah, das ist der Sonnenschirm, der schon beantragt worden ist. Sehr schön. Ihr kriegt keinen Sonnenschirm. Ich hatte aber gehofft, dass hier irgendwo vielleicht sich ein Reaktor zwischen versteckt, aber es sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Haben wir hier irgendwas? Das ist Caribou UKS Multihub. Der Caribou. Duna, Colonization Medical Bay, Pioneer Module.
Was kommt hier unten? Logistics. Also ich glaube ja, ich würde das Geld jetzt mal für die Stromsachen ausgeben, weil, was ich unterstelle ist, A, wir brauchen große Batterien jetzt erstmal, weil wir haben scheinbar noch keine Reaktoren oder sowas. Zumindest finde ich keine. Ich gucke jetzt gleich nochmal. Wir brauchen also große Batterien, damit wir die Nacht durchstehen können. Und ich glaube, auch auf dem Forschungszweig kommen wir irgendwie zu Reaktoren und sowas dann erst hin. Mutmaße ich jetzt mal. Ich muss das ja unbedingt verstecken. Deshalb forsche ich das jetzt mal. Und jetzt gucken wir mal, ob ich recht hatte. Nee. Da schon mal nicht. Thermal Dish. Okay. Ja, gut. Also auf der Stufe wohl noch nicht. Schade eigentlich. Ich will doch nur einen Reaktor. Keiner gibt mir einen Reaktor in die Hand. Laser Arrays. The fuck. Okay. Da war was mit Generator. Wo war's? Thermal Energy Generator. Ja. Dafür brauche ich aber. Also der macht aus Wärme Strom. Dafür brauche ich wahrscheinlich diese Übertragungsdinger. Gut, aber es ist egal. Wir haben jetzt erstmal keine Science-Punkte mehr. Wir leben jetzt mal mit dem, was wir haben. Das heißt, das Erste, was wir jetzt hochbringen, ist ein Modul, mit dem wir in irgendeiner Form Strom erzeugen und speichern können. Ach, guck mal, Material Processing Units, das wird nachher, glaube ich, die Antwort auf Stage 2. Ich guck mal bei Strom rein, was wir so alles haben. Vielleicht verbirgt sich ja hier schon. Links, wie groß ist das? Das ist gar nicht so groß. Aber das kann man bestimmt skalieren, oder? Oh ja. Yeah. Guck mal. Oh. Und dann ist da wahrscheinlich auch richtig Strom drin. Okay, also daraus kann man schon mal einen geilen Batterietank machen. Sehr schön. Ob ich das Do-It-Yourself-Modul habe? Do-It-Yourself. Ja, habe ich. Was auch immer das ist. Was kann das? Ach so, da kann ich dann irgendwie eine Rakete reinpacken oder was? Da kann ich jetzt sagen, ich hätte dann gerne diese Rakete da gebaut und dann ist da alles drin, was ich brauche, um die. Da kannst du die Base hier bauen. Also ich verstehe es jetzt so, ich würde dann alle Bauteile vorbereiten und auf dem Planeten aufbauen. Ach du Scheiße. Ja. Okay, wir fangen mal an mit, ich baue die Basis. Was haltet ihr davon? Bevor wir uns mit solchen Expeditionen umbringen. Womit fangen wir an? Wir brauchen in irgendeiner Form wahrscheinlich irgendwas zum Hinkommen. Bin ja tendenziell versucht, so eine Art Dropship zu bauen. Die Frage ist, ob ich schon den Skycrane habe. Ich habe den Skycrane, ist die Antwort. Meine Überlegung wäre halt ein sehr, sehr leichtes Dropship herzustellen, mit dem wir sagen können, wir liefern die Sachen dann immer aus dem Orbit ab. Zack. Kleine Batterie dahinter. Zack. Und Kontrolle dahinter. Weil wenn wir das Ding hier haben. Okay, da müsste jetzt noch ein bisschen Fuel hin. Dann könnten wir das Ding anlanden. Also ich brauche halt irgendwas im Orbit, mit dem ich immer wieder. Dinge runterfliegen kann. Oder wir machen es einfach tatsächlich unmanned erstmal. Für den ersten Anlauf. Es ist ja nur Strom, richtig? Wir wollen ja jetzt erstmal nur Strom machen. So. In irgendeiner Form zumindest. Zack. Ja, das können wir oben drüber packen. So.
Was ist ein gutes. Haben wir schon irgendwas, was nach Kolonie aussieht? Nö, ne? Gar nichts. Das hier ist so ziemlich das vernünftigste im Moment vorhandene Unterbauteil. Ich glaube, was anderes haben wir. Das wäre zumindest schon mal ganz gut, wenn wir alle Teile, die wir momentan benutzen, auf die Basis von diesem Ding stellen. Dann haben die nämlich alle die gleiche Größe und Höhe und wir können sie gut miteinander verbinden. Das wäre, glaube ich, ein guter Ansatz erstmal, nachher das da als Basis zu verwenden. So, jetzt. Was wollen wir tun? Wir wollen hauptsächlich jetzt erstmal Strom machen, aber wir wollen das später auch verbinden können miteinander. Und vielleicht eine erste. Kann man sowas schon machen? Das wäre mal spannend zu sehen. Kann man hier schon. Sowas tun? Welche Höhe hat das dann? Das passt, ne? Wir könnten damit anfangen. Habitation, Agrikultur, Dinger schon mal zu bauen. Was kann Agrikultur? Das kann. Essen herstellen. Na, damit könnten wir doch mal eine Grundlage schaffen. Dann haben wir zumindest erstmal auf dem Modul, also da kommt gleich oben drüber noch Stromerzeugung und so, aber dann hätten wir hier zumindest schon mal die Anfänge. Von der kleinen Basis. So, mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Zack. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Dann haben wir da schon mal die Anfänge. Und das Ding hat hier hinten, wenn ich das richtig sehe, auch eine Tür, oder? Müssen wir gleich mal testen. Ja, Crew Hatch. Das sieht aber gut aus. Okay. Und dann brauchen wir ein Auxiliary Control. Das habe ich gelernt in der bitteren Mission, die wir gerade auf dem Mond haben, dass wenn man kein Control dran hat, dann kann man nämlich gar nichts kontrollieren. So. Okay, denk dran, um das aufpumpen zu können, brauchst du einen Engineer und entsprechend viele Material Kits. Alles klar, ich versuche dran zu denken. Wenn nicht, habe ich ja euch, dass ihr mich dran erinnert. Das steht aber normalerweise dann auch mit dabei, oder? Swappable Converter. Specialized Parts, ist es das? USI Construction. Das ist wahrscheinlich hier diese USI Animation. 8000 Material Kits. Die können wir aber wahrscheinlich, können wir die hier direkt reinpacken? Nee. Aber die können wir wahrscheinlich da drin reinpacken. Das hat nämlich ein Inventar, das Teil. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo diese Material Kits sind. Ach, das ist eine Ressource, ne? Material Kits? Das ist irgendeine Ressource für irgendwas. Wo packe ich denn Material Kits rein? Zack, zack, zack. Erstmal wieder einziehen. So. Ist eine Ressource. Das heißt, ich brauche einen Ressourcentank dann noch, ne? Okay. Müssen wir mit einrechnen. Containers. Ist das die richtige Größe? Ich brauche aber keinen Container. Ich brauche einen. Ressourcentank.
Ja, ich denke an Strom, keine Sorge. Ich werde auf jeden Fall Strom mitbringen. Containertank. Steht es da irgendwo? Material Kits, sehr schön. Ich glaube, das ist auch die richtige Art von Tank dafür. Zack. Next Cargo, Next Cargo, Next Cargo, Next Cargo, Next Cargo, Next Cargo. Material Kits, 4500. Wow, was war damit? Ich brauche 8000? Ehrlich jetzt? Und das andere Teil? Ob das auch nochmal so viele? Das braucht nur 1000. Nee. Construction, oder? 1000 Max. Amount 0, 1000 Max. Wie viel braucht das hier? Habitation Module. Na, komm her jetzt. Amount 0, 8000 Max. Heißt das, ich muss tatsächlich 8000 haben? Weil erstmal tut das ja nichts. Wir testen das gleich mal draußen. Mit einem Körbel dabei. Dann wissen wir mehr. So, das heißt, das jetzt erstmal raus. Zack. 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 Weg damit. Zack. Weg damit. So. Wir probieren das jetzt mal aus. Indem wir dort einen Engineer mit einem Schraubenzieher reinsetzen und der mal testen geht, der Bill, der alte Testingenieur. Schauen wir mal, was der dazu so zu sagen hat. Test. So. Raus damit aufs Launchpad und jetzt gucken wir mal, was der Bill zu dem Thema rausfindet für uns. Ja, super, gut, dass es dunkel ist. Da sieht man nicht so viel, aber zum Glück haben wir hier relativ gut Licht eingestellt. So, du hast auch dein Schraubenzieherchen dabei, hoffe ich. Hast du. Sehr schön. Dann gehen wir mal gucken, ob meine Basis so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Zack. Pock. So. Nachdem wir Bill jetzt an vielen Stellen die Beine gebrochen haben, gehen wir jetzt einfach mal hier hin. So. Das Ding hat 4500 Material Kits mit. Das heißt, das Ding müsste ich jetzt eigentlich ausfahren können. Und müsste dann 1000 verbraucht haben, wenn man tatsächlich 1000 dafür braucht. Richtig? Ich gehe jetzt nochmal aus dem Weg. Ich will, nachdem ich ihm die Beine gebrochen habe, nicht auch noch ihn wegsprengen. So, das heißt, ich habe jetzt 1000 verbraucht. Ach du Heilige. Das heißt, ich brauche tatsächlich 8000, um das andere Ding da auszufahren, ne? Das ist ja gar nicht wenig. Hui. Herr von Bölefeld, das ist ja ordentlich. Okay, da müssen wir uns mal überlegen, wie wir hier 8000 Material Kits hinbekommen. Das ist ja heftig. So, jetzt gucken wir mal, ob das aber funktioniert. Ah, sehr schön. Wo sitzt der jetzt da drin? Noch viel tatsächlicher. Okay. Okay, da kann tatsächlich ein Körbel drin sitzen. Da kann also auch ein Körbel drin sitzen. Aber ich habe jetzt eine Idee. Nee, das war falsch. Da gibt es nämlich. Ja, ich kolonisiere jetzt Körbeln. Da sind noch nicht genug Körbels drauf. Da gibt es nämlich ein Mini-Modul davon, weil ich glaube, 8000 von diesen Machineries werde ich im ersten Anlauf nicht mitbringen können wollen. Eher wollen als können. Deshalb überlege ich gerade, ob ich nicht dieses Mini-Lab da nehme. Pass mal auf. Hier, das braucht bestimmt nicht so viel.
Gut, hat jetzt natürlich auch. Ich meine, das Ding hat halt auch 83 Körbelmumps Habitation, ne? Während das Ding hier 10 hat. Schwierig. Wie viele passen denn hier rein? Also hier passen 10, passt da gar keiner rein. Das glaube ich allerdings nicht. Also es hat Crew Affected 4, also Okay, das ist natürlich interessant, weil so aus unserer Batterie direkt ein richtig fettes. Oh. Ein richtig, richtig fettes Problem wird. So. Zack. Zack. Jetzt machen wir erstmal die Sachen, die einfach sind. Nämlich nach unten bauen. Nach unten ist nämlich super, das stört nicht von der Stabilität. Aber so viel geht da gar nicht, das ist sogar schon zu viel. Die würde ich nicht machen. Gut, dann haben wir schon mal eine Batterie dran. Oh, joa. Warte ich die Dinger jetzt her? Daher. So viel Zeug. Dann noch einen draufbau, wird es natürlich ziemlich hoch, ne? This was the wrong one. This was the right one. So. Damit hätten wir natürlich potenziell jetzt genug Material Kits, um den Mist aufzupumpen. Und wiegen auch schon mal 17 Tonnen. Autsch. So, jetzt kommt da noch Strom drauf. Denn wir wollten ja auch noch Strom machen. Das ist ja der eigentliche Sinn dieser ganzen Übung. Dann haben wir hier schon mal einen echt schönen Turm gebaut, ne? Das ist schon wieder ein jetzt. Wenn jetzt Yin da wäre, wird er schon wieder sagen, ich soll aufhören, einen Wolkenkratzer zu bauen. Verrückt, verrückt, verrückt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen viel des Guten für den Anfang. Das heißt, wir machen hier mal die aufblasbaren Dinger erstmal weg. Und das da weg. Und konzentrieren uns auf das, was wir wollten, nämlich Strom. So. So machen wir das erstmal. Erstmal Strom. Ohne irgendwas anderes. Zack. Dann nehmen wir den Strom da unten auch noch ab. Gut, dann ist hier aber schon mal mit dran ein Control Module und ein Comlab. Die sind schon mal nicht verschwendet. Jetzt überlege ich gerade noch, ob wir irgendwie so aufblasbare Röhren haben, um Sachen miteinander zu verbinden. Aber ich befürchte, die haben wir noch nicht, ne? Ne. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Diese. Ihr wisst, was ich meine, ne? Diese Schläuche, die man ausklappen kann, die von USI auch kommen, aber.